Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind gerade dabei, mit unserem Raumschiff Richtung Minmus zu fliegen. Ich muss jetzt auch gerade schon den Schub starten, weil wir ein bisschen zu spät sind. Ich habe leider Probleme gehabt, was wir ein paar Sekunden Verzögerung erzeugt haben. Was dazu geführt hat, dass der Orbit hier hoffentlich in die Nähe kommt. Wir werden da alles nachjustieren auf jeden Fall. Wir tun jetzt erstmal das Manöver ausführen. Schauen, wie es aussieht und tun es dann umformen. Wir haben eh genug, wie es scheint, dabei. Und dann schauen wir weiter. Es geht ja immerhin jetzt auf Richtung Minmus mal wieder. Diesmal mit der Base Station. Und das eigentlich sogar relativ schnell und gut. Und ich bin gespannt, wie sich die am Boden macht. Ich werde dann auch bald ein paar Tests heute noch durchführen, privat. Wie wir da am besten fortfahren mit Bewegen der Station. Weil man muss die ja von A nach B kommen. Bedeutet, du brauchst einen Rover, der die sozusagen ausführt. Ne? Das sollte hoffentlich aber alles relativ einfach funktionieren. Ich hoffe es auf jeden Fall. Das wäre sehr praktisch. So, schauen wir mal. Perfekt. Influence ist da. Gut. Wenn ich jetzt R und... So. Na gut, ab geht's weiterfliegen. Wir sehen hier schon wieder 3000. Aber was passiert hier? Okay, wir fliegen hoch. Gehen da rein, gehen zurück, fliegen. Und dann geht's da... Alter, ich würde zweimal den Mond treffen. Einmal sehr nah vorbei und einmal weit weg. Jetzt lasst uns mal hier hochfliegen. Die Batterien müssen wir jetzt ausrichten. Das ist der einzige Nachteil. Die Batterien können nur geladen werden, wenn wir die richtige Ausrichtung haben. Weil wir, wie gesagt, aktuell da ein bisschen das Problem haben. Jetzt müssen wir schnell schauen, dass die Batterie wieder voll wird. Ja. Die wird voll. Perfekt, so wie wir es wollen. Bedeutet, da sollten wir bald weiterkommen. So, dann lasst uns jetzt mal weiter vorspulen. Ich traue diesen Dingern nicht mehr. So, wir spulen vor.
Da ist dann auch schon Minmus. Alter. Dass wir weitere. Alter. What? Das ist brutal, aber so kann man natürlich richtig gut planen. Ich weiß auch gar nicht, es war gleich eine Einstellung hier drin, die man machen konnte. Irgendwo. Ich weiß nicht, ich konnte das irgendwo einstellen, glaube ich. Kann ich das noch heute einstellen? Ich weiß es bloß nicht mehr. Jetzt die Position. Okay, ich werde schon mal nochmal finden irgendwann. Fliegen auf jeden Fall jetzt tief durch alles durch das Körben. Es entfernt sich weiter alles. Um Körben herum schwebt der Mann. Und irgendwo ist Minmus. In den Himmel, in den Tiefen des Himmels, irgendwo befindet sich Minmus. Und in echt knallt es wie sonst noch was. Hier vorspulen. Wo bist du? Das ist so der kleine blaue Typ, der ist echt... Ah, da ist er ja. Huhu. Kleiner blauer Freund, na was machst denn du? Bin ich bekloppt? Nein. Bin ich nicht. Nee. So. Da sind wir schon. Der Vorbeiflug wird jetzt hier kalkuliert und dann bremsen wir runter. Müssen wir die Position ausmachen. Und beim nächsten Besuch haben die Leute was zum Wohnen. Beziehungsweise wir werden auf jeden Fall noch eine, ich würde sagen, eine Nahrungsstrecke unterbringen. So einen Filter, so ein Verarbeitungsgerät. Die sollten sich auf jeden Fall noch da und eine größere Strombasis, bevor wir überhaupt da weiteres Personal oben sitzen lassen, allgemein. Wäre das, glaube ich, ganz praktisch. So. Wir machen gleich gerade immer noch weiter Strom, oder? Oder auch nicht. Eins von beiden. Aber ich glaube eher weniger. Aber wir haben eh vollen Tank. Von daher sollte das jetzt nicht, glaube ich, das Größte sein. Das Problem ist ja, dass wir sozusagen das verdecken. Aber wir haben ja hier die Dockmodule. Ja, schon, da steht schon wieder... Rein theoretisch könnten wir sonst hier einen Dock anbauen mit der Nahrungsversorgung und allem. Ich finde, das ist sehr cool gemacht allgemein, dass die Teile. Mit denen kann man relativ gut arbeiten. Also muss man lassen, echt schön. Der Mod ist mega cool und dass der hier auch funktioniert, finde ich eine geile Sache. Hier sind so viele Sachen zum Aussehen. Ha, so schön. Hier Sauerstoff, Wasser, Nahrungsmittel, Monotreibstoff, ES ist drin. Ist halt kein Wasser. Doch, Wasser ist auch drin. Bedeutet, es ist ein bisschen was auf jeden Fall drin. So, jetzt können wir vorspulen bis zum Periapsis. Vorteil ist, wir haben ja hier oben schon Sachen rumschweben. Die sich darum kümmern können. Bedeutet, jetzt wird mal der Booster aktiviert. Um alles runter zu brennen. 20 Schübe haben wir noch damit. Das Problem ist ja, dass wir wirklich alles drehen müssen. Wir müssen ja schauen, dass wir wirklich dann wieder auf eine gute Position kommen und dann zur Landung übersetzen können. Und dann gehen wir jetzt bis ganz oben. Man Station 1 hat das Reaction Wheel versagt. Da haben wir mehrere verbaut. Da schicken wir bald mal eine Mission einfach vorbei, die das da reparieren soll. Da müssen wir halt eine EVA-Mission oben machen. Hallo Minmus, so sieht man sich wieder und diesmal für länger. So können wir halt wirklich eine größere Mann-Base überhaupt bauen. Wenn die Module so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, ist das mega gut. Hat justieren.
Ein Tag. Okay, wir sind schon wieder vorbei. Da sind wir wohl schon wieder vorbei. Vorsichtig runter das Ganze. So. Und als nächstes setzen wir hier so circa auf der Höhe ein Manöver an. Um die Flugbahn anzupassen. Dass wir jederzeit so auf der Höhe sind ungefähr. Schauen wir, es müsste jetzt gut passen eigentlich. Ja, wir können schon mal nach dem Manöverpoint ausrichten. Die Mission ist halt das Problem, dass wir sozusagen jetzt darauf angewiesen sind, dass diese Base relativ schnell auf den Boden kommt. Ich glaube, die hat auch keinen eigenen Stromversorgung da oben. Bedeutet, die kann nur... Warum werden da oben Treibstoff verbraucht? Leute, das ist uncool. Diese Tanks sind nicht dafür da, dass ihr da rauspumpt. Tanken die eiskalt aus meinen Haupttanks? Jetzt weiß ich, warum das Teil so viel Schub hat, weil es einfach von überall die Tanks nimmt. Frech, frech hier. Frech, frech. Jetzt passt's. Wir müssen hier nur die Disable Crossfeed. Disabled ist es aber. Ah, nee, wegen RCS. Oh, das war teuer, das RCS, wie scheint. Okay, dann bis kurz vor den Punkt. Ah, ich finde, das schaut so gut aus. Ich werde jetzt auch versuchen, am Wochenende das die Version in die 12.9 zu konvertieren, weil Parallax wurde schon geupdatet, bedeutet, da gibt es auch Verbesserungen und ich glaube, es ist gar nicht so blöd, wenn wir das dann auch mit updaten. Weil ich habe schon versucht, Parallax abzudaten, aber dann wird der ganze Boden weiß. Nicht so gut. Und deswegen werden wir es dann einfach probieren. So, ich werde es langsam hier anpassen, das Ganze. Perfekt. Jetzt sind wir so in der Umlaufbahn, dass wir in kürzester Zeit dann hoffentlich auf der Sonnenseite... wir müssen da eindeutig weiter runter. Aber wir können adjustieren. Das ist ja nicht das Problem. Für die Landung können wir richtig adjustieren. Was ich nur erhoffe, ist, dass sobald... Das muss ich mir nächstes Mal schöner überlegen. Ja, wir kriegen wenigstens Sonne rein. Bedeutet, die Tanks bleiben hier voll. Das ist vorteilhaft. Shielding ist halt nirgends drauf, aber ich erwarte nicht, dass ich das unbedingt auf Minus brauche. Keine Ahnung wieso, aber jetzt, sonst muss ich es halt produzieren oder nachbauen, neue Teile schicken. Schicke ich das Teil halt nochmal mit Austauschmodulen. Austauschen ist ja da dann nicht hoffentlich die große Schwierigkeit. So, jetzt setzen wir mal den nochmal ein bisschen weiter runter. Da setzen wir dann das Ganze auch nochmal runter. Dadurch, dass es jetzt hier relativ tief wird. Ich hoffe mal, wir colliden nirgendwo rein. Das ist jetzt richtig kacke. Wir gehen von einer Flughöhe von 30.000 Kilometern auf 5.000. Das wäre so mein Ziel, maximal
Die 5000 ist ein guter Orbit. Da haben wir genau die Minmus Explorer Sonde. Da müssen wir hin. Okay. Turn around. Turn around. Okay, so sollte das jetzt aber nicht enden. Aber jetzt gehen wir. Jetzt haben wir wieder das. Ah, ist doch egal. Ist es nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte, aber wurscht. Wir sind im Orbit und in der nächsten Folge, Leute, werden wir das Modul zu Boden senken. Dann werden in den letzten paar Minuten hier der Burn Node abgekoppelt und die Landing Stage muss das alles übernehmen. Die Folgen drauf werden wir ein Versorgungsmodul noch hochschicken plus einen Kran, der das Zeug landen wird in Zukunft. Weil ganz simpel gesagt, das ist zu teuer, jedes Mal ein Modul mit hochzuschicken zum Landen. Wir werden einfach einen Crane hinschicken, der das aus dem Orbit abholt, abdockt, landet. Fertig. Und genauso wird es in Zukunft auch laufen. Hoffe ich auf jeden Fall. Na gut, Leute, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.